Die Besatzung besteht aus dem Kommandanten, dem Radarbediener 1, der das Maschinengewehr bedient und der gleichzeitig Stellvkommandant ist, dem Radarbediener 2 und dem Kraftfahrer. Das Radargerät erfasst die bewegenden Ziele auf dem Gefechtsfeld und im bodennahen Luftraum bis zu einer Höhe von 300 Metern. Die Ziele können dabei unterschieden werden nach Personen, Radfahrzeugen, Kettenfahrzeugen und Hubschraubern. Dabei werden Informationen über die Anzahl, die Bewegungsrichtung und die Position des Zieles gewonnen. Als Voraussetzung zum Einsatz des Bodenüberwachungsradars braucht man theoretisch optische Sicht. Das bedeutet, alles, unabhängig von der Entfernung, was man theoretisch mit dem Auge sehen könnte, ist auch mit dem Radarsystem einsehbar. Beim Einsatz von 2 Radarträgern parallel ist es gewährleistet, eine durchgehende Überwachung des Raumes bei gleichzeitiger Zielverfolgung sicherzustellen, um so maximale Aufklärungsergebnisse zu gewinnen. Das Gerät wird direkt vom Fahrzeug in Betrieb genommen und mit den Werten der Fahrzeugorientierungsanlage eingemessen. Die Kraftfahrer sind mit dem GWR-E36 ausgerüstet, der Stellzugführer sowie der Gesprächsführer mit der MP7. Feldnachrichtenkräfte gewinnen Aufklärungsergebnisse durch zielorientierte Gesprächsführung, Befragung von Personen, Auswerten von Dokumenten und Sichten unbekannten Materials. Besonderes Merkmal ist die Fähigkeit zur Feststellung von Stimmungslage, Absicht und Fähigkeiten der Zielgruppen sowie der zu oft entscheidenden ergänzenden Lagefeststellung durch den Menschen als Aufklärungssensor vor Ort. Die zielorientierte Gesprächsführung hat eine klare Aufklärungsforderung als Hintergrund. Dies ist der Spätflug. Dieser besteht aus 2 Spähwagen. Fennec und kann je nach Auftrag und Einsatzgebiet noch verstärkt werden. Der Spähwagen ist ein Aufklärungsfahrzeug, was gegen Beschuss von maximal 7,62 mm sowie gegen Minen und Sprengfallen geschützt ist. Des Weiteren bietet das Fahrzeug Schutz gegen ABC-Bedrohungen und die klimatischen Bedingungen wie Hitze und Kälte. Die Besatzung besteht aus einem Kommandanten in Fahrtrichtung links. Dieser führt das Fahrzeug, plant die Operation und trägt die Verantwortung für das Fahrzeug oder den Trupp. Einen Systembediener in Fahrtrichtung rechts. Er ist verantwortlich für die Waffenanlage, Beobachtungsausstattung und fungiert als Vertreter für den Fahrzeugkommandanten. Sowie den Kraftfahrer in Fahrtrichtung vorne mittig. Er ist für den technisch einwandfreien Zustand des Fahrzeugs verantwortlich und muss in jedem Einsatzszenario das Fahrzeug sicher führen können. Kommen wir nun zu den Merkmalen. Jedes Fahrzeug hat eine Beobachtungs- und Aufklärungsausstattung, kurz BAA. Mit einer Tagsichtkamera, einem Wärmebildgerät und einem Laserentfernungsmesser. Durch die BAA hat der Spähtrupp die Möglichkeit, am Tage, der Nacht und bei eingeschränkter Sicht die Tiefe des Raumes zu beobachten und aufzuklären. Zur Verbesserung des Blickwinkels kann die BAA bis auf eine Höhe von maximal 3,38 m ausgefahren werden. Als Bewaffnung kann ein Maschinengewehr 3, kurz MG3, oder aber eine Granatmaschinenwaffe, kurz GMW, eingerüstet werden.
Wenn im Fall eines Seitenschadens die RDRA den Luftverlust nicht mehr ausgleichen kann, besitzt jedes Rad eine Notlaufeigenschaft. Des Weiteren ist eine Seilwinde vorhanden, die es ermöglicht, sich selbst oder ein weiteres Fahrzeug zu bergen. Um Verbindung mit der oberen Führung oder anderen Truppen zu halten, stehen mehrere Funkgeräte zur Verfügung. Im idealen Fall kann man mit diesen Geräten eine Verbindung um die gesamte Welt halten. Im weiteren Verlauf der Vorstellung wird der Fennec bezeichnet als Hermine. Jetzt stellen wir Ihnen die leichte Schwergruppe in der Einsatzgliederung 8 Soldaten auf dem Transportpanzer Fuchs mit einer Absatzstärke von 6 Mann vor. Die Soldaten sind mit dem Gewehr G36 sowie 2 lapidierten MG3 auf dem Transportpanzer ausgerüstet. Leichte Spähgruppen gewinnen und dokumentieren im gesamten Aufgabenspektrum der Bundeswehr Informationen durch menschliche Wahrnehmung. Taktische Gesprächsführung sowie den Einsatz von Luftgestützen und bodengebundenen Aufklärungsmitteln. Die leichte Spähgruppe leistet so einen Beitrag zur Deckung des Informationsbedarfs der jeweiligen taktischen Führungsebene und gewinnt Aufklärungsergebnisse durch vorwiegend abgesetzte Spähaufklärung. Im Anschluss haben Sie jetzt die Möglichkeit, sich die Gefechtsfahrzeuge anzuschauen und mit den Besatzungen zu sprechen. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, weitere Gefechtsfahrzeuge bei der statischen Waffenschau im mittleren technischen Bereich zu besichtigen sowie auf diesen mitzufahren. Die Mitfahrgelegenheit befindet sich an der alten Bahnladerampe auf dem Standardübungsplatz. Noch eine Sicherheitsklärung: Wir bitten Sie, keine Munition oder Munitionsteile anzufassen. Diese könnten heiß sein. Das beendet die dynamische Waffenschau. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit.